Hallo zusammen, ich bin Demi Baumann, 21, Sachser. Ich habe beim FC Gerolzfi gespielt, hier angekommen, da wo wir heute sind, beim SV Höng. Ich habe beim FC St. Gallen in der 21. spielen, beim FC Gossau, dann bei SC Zofingen, auch in Belgien. Kurz einen Abstecher dafür machen bei Bordeaux und bin heute beim FC Talwil. Danke kurz für das Video, ich freue mich riesig. Jetzt kommen wir zum zweiten Part. Ich habe ein Interview mit dem Löwin. Bevor ich ihn erzählt habe, dass ich kurz vorgestellt habe. Und mit dem ersten Teil gesehen, der auch verlinkt ist, unten in der Beschreibung. Er hat schon ganz viele interessante und auch faszinierende Fakten über ihn kennengelernt. Ich will gerade auf die, an sich auf die interessanten Worte von ihm wieder anhängen. Ich habe die erste vorgestellt, nämlich: Was war bis jetzt dein bester Mitspieler, den du in deiner Karriere hast? Der beste Mitspieler? Ich denke, das ist sogar heutzutage mit Talwil. Das spielt mit einigen Ex-Profis zusammen. Ich sage sicher Endogan Adili. Immer über Galatasaray spielen, sicher ganz, ganz hoch auf der Liste. Wenn ich dann zurückgehe nach St. Gallen, ist sicher der heutige St. Gallen-Profi, der Christian Witzig, ein Superspieler. Das sind sicher ja, hervorragende Spieler. Ich habe einiges abgeschaut. Jetzt sieht man, an der Spiel schmeckt es Talwil. Würdest du einen Spieler geben und sagst, okay, für ein Spiel würde der Team reinholen? Wer wäre das? Kann aber auch ein ehemaliger Spieler sein. Okay. Ja, ich denke, ein Spieler, von dem wir alle lernen könnten, jetzt auch bei Talwil davon profitieren könnten, ist auf jeden Fall, ich sage jetzt den Francesc Fabregas. Ich würde sehr gerne meinen Lieblingsspieler zu mir holen. Einfach viel einfach zu lernen und natürlich auch mal mit ihm zusammen spielen. Das ist eine coole Sache. Ja, das ist sicher auch cool mit einem professionellen Spieler. Und dass du das schon gemacht hast, oder vor allem mit ihm, oder vielleicht auch mit zukünftigen Profis. Ja, genau. Jetzt mache ich eine kleine private Frage. Wie weißt du die berühmte Person, die du in Kontakt hast? Die berühmteste Person, die du hast? Gute Frage. Da kann ich gerade ehrlich gesagt gar nicht so aus dem Handgriff sagen. Die bekannte Person, die ich kann, da muss ich ganz kurz überlegen. Das ist gerade das Problem. Das heißt, ich bin der Berühmte. Ich bin der Berühmte nicht. Ja, stimmt. Also, du bist sicher einer von den Berühmteren. vielleicht gehört da sicher auch der Noem dazu. Das heißt, weißt du, dass du selber der Berühmte bist? Weil die anderen nicht berühmt sind? Nein, das würde ich gar nicht sagen. Das sehe ich nicht. Okay. Wenn ich auch mal so offen stehe, in welchem Verein hast du den Leistungsdruck am höchsten gefunden, den du gespielt hast? Der grösste Leistungsdruck, den ich kann. Ich denke, das war mein Ausflug in Belgien, wo ich bei Virtua aufspielen durfte. Ich denke, dort haben wir schon ziemlich gemerkt, okay, das sind schon ziemlich auf einem sehr, sehr starken Niveau, wo ich dann auch gespürt habe, okay, die erwartet sehr, sehr viel. Wird das dann so ausgewirkt auf dich? Ja, da ich im mentalen Bereich einiges machen darf, beziehungsweise dort auch so meine Stärke habe auf dem Platz. Denke ich, hat das nicht die grösste Auswirkung gehabt. Sicher bin ich auch noch mal nervös gewesen durch eine neue Herausforderung im Ausland, die ich zum ersten Mal erleben durfte. Aber ich glaube, eine ganz grosse Auswirkung hat es nicht gehabt. Vor allem auch die Anspannung vor den Trainings und vor dem Spiel ist sicher grösser gewesen. Das ist schon angekommen, dass wir auch so mit mentalen Sachen arbeitest. Genau. Wenn du dort viel auskennst, macht das auch einen Vorteil für dich, dass du mit dem Leistungsdruck besser umgehen kannst? Definitiv. Also ich sehe heute noch Spieler, die sich ziemlich schwer tun, mit dem mentalen Bereich. Wo ich sage, ja, habe ich auf jeden Fall einen grösseren Vorteil. Wenn es einen Moment geht in der Karriere, dann sagen, dort könnte ich wieder zurückgehen. Welcher Moment wäre das? Ich würde sicher sehr gerne wieder bei St. Gallen spielen. St. Gallen war eine mega coole Erfahrung und ich würde sehr gerne nochmal zurückgehen, vor allem mit meiner heutigen Physis, die ich wieder habe. Dort mich nochmal dafür zu beweisen, wäre sicher nochmal cool. Zweite Chance, ist eine Anzeige nach St. Gallen. Zweite Chance vom Turin. Was kommt? Gibt es eine Entscheidung, ob die Karriere die würde heute anders machen, als sie dort entschieden haben? Gar nicht. Nein, ich bin dankbar für jeden Entscheid, den ich getroffen habe. Es hat mich alles dorthin geführt, wo ich hin sollte. Und dafür bin ich heute schon sehr dankbar. Ich bin auch dankbar für den Entscheid, den ich in Zukunft treffen werde.
aktuell spielst du im FC Thalwil. Die Frage ist so, wie ist denn eure Mannschaft im Zimmerhalt? Kannst du dir gerade vorstellen, dass im Zimmerhalt keine Mannschaft? Ja, also wir haben sehr viel Erfahrung in der Mannschaft drin. Also wir haben sehr viele Ex-Profis, die mit dabei sind, die sicher einen grossen Beitrag dazu leisten, dass wir da alle eigentlich an einem Seil ziehen. Eigentlich. Also sicher, die Mannschaft ist, hat einen guten Zusammenhalt. Wir selber müssen auch den Aufstieg erreichen natürlich in diesem Jahr. Und darum ja, kann ich eigentlich nur positiv sagen. Gibt es eine Begegnung? Du sagst, die Begegnung bleibt mir immer in Erinnerung. Eine Begegnung, die mir für immer in Erinnerung bleibt. Ich glaube, das ist sogar total im Juniorenfußball. Mal in einem Auslandturnier, wo ich gegen den Ajax Nachwuchs spielen durfte. Wo ich als ganz, ganz Junge, also noch ein Jahr jünger für die Kategorie, die ich gespielt habe, da noch bei Geroldswil, in der letzten Minute reinkam und dort auch noch das Kopfball-Goal an diesem Schuss als Grünstock. Das Platz ist sicher eine coole Begegnung für mich. Auf jeden Fall ist der Pedersen gerade wieder komplett Kopfball schiessen. Ja, definitiv. Das neue ist halt zum Glück für die Karriere. Wer war denn so der härteste Gegenspieler, den du jemals gehabt hast? Der härteste Gegenspieler, den ich jemals gehabt habe. Ich denke, ich selber. Also, wenn man da schon im Mentalen sind, ich denke, wenn man gegen sich selber spielt, ist das sicher schon mal der härteste Gegner. Darum bin ich froh, dass ich das ziemlich früh kennenlernen mit dem Mentaltraining. Wo ich das dann ziemlich schnell auch überwinden und dann gar nicht mehr im Weg gestanden ist eigentlich. Gibt es einen Skill auf dem Platz, das heißt, da ist ein Gaming-Skill, den mache ich öfters oder den mache ich gerne, den kann ich schon was gut? Ein Skill, den ich gerne mache, ich denke, den Ball abdecken. Ich denke, sicher der Ball abdecken ist der wichtigste Skill für mich. Vor allem als Sechser im Defensivbereich. Da den Ball zu abdecken ist, glaube ich, der wertvollste Skill, ja, denke ich. Das ist sicherlich eine gute Begabung, wenn man das Fan natürlich machen kann. Wie hoch war der höchste Sieg, das Team jemals eingefahren hat? Ich denke, im Juniorenfußball. Ich glaube, gerade wenn man anfängt, dann gibt es normalerweise öfter so Resultate wie 14-2 oder 16-3. Ich denke, das Resultat daraus ist sicher eines der höchsten Resultate. Wie würdest du das Niveau der Super League beschreiben? Ja, da ich selber nicht in der Super League meinen Einsatz hatte, kann ich es nur von außen betrachten. Und ich finde auf jeden Fall ein super Niveau. Es ist nicht umsonst einfach das höchste Niveau in der Schweiz. Darum denke ich, ja, ist sicher ein Top-Niveau. Und, ich denke, die Spieler, die dort drin sind, die haben es auch völlig verdient. Wie siehst du denn die Schweiz? Ich habe ich auch das Liga bezogen, für 10 Jahre. Ja, ich denke, für die Schweiz ist es halt schwierig, sich mal, zu vergrössern. Wenn man halt ja, jetzt 12, aber es ist eigentlich 10. Die Mannschaft ist immer noch sehr, sehr wenig, die sich da in diesem Wettbewerb bestreiten tun. Und darum sage ich, es ist schwierig, dass sich in 10 Jahren etwas Grosses macht. Auch Stadien fehlen, Infrastrukturen. Aber ich sage, es ist immer noch eine der besten Ausbildungsligen, um auch den Sprung zu machen in unserem Ausland. Ja, auf sicher eine Erfahrung, du viele Schweizer gehabt, auch technische Spieler, die noch den Sprung geschafft haben. Welchen Tipp hast du jetzt junge Fußballer gegeben, mit dem und dem schafft es sich noch einher weiterkommen? So früh wie möglich den mentalen Faktor im Fußball kennenlernen. Ich denke, das ist wirklich das Wichtigste im Fußball, um seine Performance auch können zu zeigen auf dem Platz. Natürlich Freude ist das Wichtigste, dass man Freude am Fußball hat. Mit Freude kommt alles andere nach. Und ja, da denke ich sicher, das Mentale ist ein wichtiger Faktor und vor allem auch die Freude am Fußball. So, dann werden jetzt die Feindtagsdienste sein, werden auf Brief vorgelegt und dann eins zusammen. Vielen Dank an Döwin für heute Video für das Interview machen. Danke auch allen fürs Zuschauen. Wie ihr schon in Österreich seid, schaut Döwin auf den Kanal, der ein paar Skills drauf hat, eure Beschreibung verlinkt. Danke fürs Zuschauen und in dem Fall bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Bis dann, danke vielmals.